Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance, wo wir in der letzten Folge uns nach Uschitz aufgemacht haben. Uschitze, glaube ich sogar. Und haben dort lesen gelernt und haben versucht, Sachen über den hinkenden Heinz rauszufinden. Der hinkende Heinz ist aber leider der mit seinen Innereien von der Wand heraushängende Heinz geworden und deswegen nicht besonders redebewendig. Ist das ein Wort? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch mal ein Problem mit irgendwelchen Wörtern. Tut mir leid. Ist deswegen nicht besonders gesprächig. Sagen wir mal gesprächig. So, lässt denn hier seinen Scheiß aus der Stadt. So, wir sollten uns jetzt mit Pater Udwin in der Taverne des Abends treffen. Es ist jetzt aber erst gerade irgendwie Vormittag. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal noch ein paar andere Sachen in der Zwischenzeit. Ein paar Dinge, die hier in der Nähe, die wir machen könnten, wären, sprich mit dem Kräuterwerk Gertrude. Und finde raus, was sie den Frauen angetan hat. Wir können nach dem verschwundenen Pferd suchen. Wir können auch ein anderes Pferd, also einen Schimmel, nach Thalenberg bringen. Das ist auch nicht so weit. Ich glaube, wir gehen erstmal Richtung Süden. Und halten nach dem Pferd Ausschau, das wir suchen. Wo gerade von dir mal ein Pferd sind, das wir suchen. So, wir gehen mal Richtung. Zwischendurch fragen wir irgendwie Leute am Wegesrand, ob sie vielleicht ein Pferd hier langlaufen gesehen haben. Weiß nicht, das ist, glaube ich, sinnvoller, als jetzt irgendwie durch die halbe Welt irgendwelche Straßen abzureiten. Das ist, glaube ich, sinnvoller, versuchen, die Route vom Pferd nachzulaufen und auf dem Weg da zu versuchen, irgendwie Leute zu befragen, ob sie vielleicht was gesehen haben. Leute sind generell meist hilfsbedürftig, oder? Sind generell meist hilfsbereit. Von daher würde ich da mich eher darauf verlassen, als jetzt irgendwie hinzugehen und ständig irgendwelche Sachen zu suchen. So, welchen Weg wollen wir denn gehen? Hier ist auch irgendwie ein Weg, oder? Auf jeden Fall nach rechts abbiegen. Erstmal hier links. Ach. Jetzt hier sind wir schon am falschen Weg. Hin. So, gehen wir hier links oder rechts? Ja, links. Gehen wir mal links. Wir müssen halt nach Leuten Ausschau halten. Und Pferde. Wahrscheinlich hier der Pferdehof. Wir könnten uns auch mal die Pferde anschauen und gucken, ob wir vielleicht da was kaufen. Ob wir vielleicht einen noch mächtigeren Gaul kaufen wollen als Pebbles. Pebbles ist ja schon durchaus ein treuer und fähiger Gaul, aber ne? Vielleicht könnten wir ja jemanden kompetenteren aktivieren. Da hinten ist irgendwie was. Dann ist auch ein Haus. Gucken wir mal hier erst, ob beim Haus vielleicht irgendjemand ist, der den Gaul gesehen hat. Interessanter Ort. Interessanter. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Letztes Mal hatten wir Spaß. Dann Schlafstadt. So. Was Interessantes? Es ist hübsch und so. Wo gerade mit dem Material sind, wäre glaube ich eine hübsche Location für ein weiteres Date. Ist aber ein bisschen weit von Theresa weg, muss ich mal sagen. So. Oh, ist hier jemand? Sieht irgendwie nicht so aus. Da drüben habe ich auch noch ein anderes Haus gesehen, was auch irgendwie in ungefähr in der Richtung ist, der wir suchen. Von daher gehen wir mal zu dem anderen Haus noch kurz rüber. Irgendwann hier wieder rechts abbiegen. Rechts abbiegen? Jetzt. Hey. Das ist die Kreuzung. Aber wo ist Krapfen hin? Ja, hier sind wir nämlich irgendwie nirscht. Ja. Nee. Wie gesagt, schauen wir nochmal diesen Weg uns genau an. Finden wir hier irgendwelche Menschen, die vielleicht was gesehen haben? Ja, interessant. Warte mal. Ich weiß, die Seen sind hübsch und alles, aber.
Steinhaufen, Steingrab, keine Ahnung. Weiter gehen. So, ich habe hier irgendwo in der Ferne noch ein Haus gesehen gehabt, als wir auf der anderen Straße lang gelaufen sind. Wo ist denn das? Das ist nicht irgendwann mal kommen. Der See, wo wir eben schon waren. Und irgendwer redet auch in der Entfernung. Da ist eine Hütte. Nur Felder. Irgendwer redet hier auch. So grob die Richtung. Mal hier rein. Dick, bist du dick? Nein, schon. Oh, ist hier jemand? Ich hab eben jemanden reden hören. Aber jetzt ist hier niemand. Unterstand. Aus hier war das, wo wir eben schon waren, oder? Da war keiner. Können wir irgendwie ins Haus reingehen? Okay. Und es ist jetzt keiner rumgerannt. Hallo, ist sie? Schon wieder Leute reden. Vielleicht aus dem Haus. Hallo? Hast du ein Pferd vorbeikommen sehen? Apfelschimmel? Oh ja, das habe ich. Ich kam mit meinem Reisig aus dem Wald und der Gaul hat mich beinahe umgerannt. Kurz vor dem Hof, bei der Kreuzung. Hast du gesehen, wohin er gerannt ist? Südwärts, auf der Straße nach Neuhof. Danke für deine Hilfe. Gott behüte dich. Jetzt geh aus meinem Haus raus. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Die Tür stand offen. Jesus! Heilige Maria, Mutter Gottes. Ja, aber ich habe es schon gefunden, dankeschön. Okay, also jetzt müssen wir nicht mal in alle vier Richtungen rennen, sondern anscheinend ist er in der Kreuzung Richtung Süden weiter getrabt. Das grenzt den Suchbereich schon mal ein bisschen ein. Dann gehen wir mal Richtung Süden weiter. Hinten ist auch noch irgendwie eine Hütte. Ist auch nur so ein Unterstand. Dann, dass es hier so viele Unterstände gibt. Okay, gut, dann zurück zur Kreuzung und nach Süden. Richtung Neuhof. Doch. Haben wir sie umgebracht? Was nicht? War noch frisch. Nehm's. Einen kurzen Blick hier in den Wald werfen. Wir suchen auch noch immer noch nach Hasen. Da sind wir auch, nehmen wir auch schon ein. Was? Füße. Hey. Na gut. Nein. Liegen da wahrscheinlich noch. Ist jemand jagen, wenn man hier so Hunde in der Ferne hört. Kann das sein, dass jemand auf der Jagd ist?
Reden wir ein bisschen. So, dann fahren wir mal weiter den Weg. Im Süden Richtung Neuhof, sagte sie. Das ist relativ egal, es führt hier beides um dieses Lager herum. Was ist das Lager, das wir damals mit Herrn Hans benutzt haben, glaube ich. Vielleicht ist ja jetzt jemand anderes. Schauen wir mal. Schade. Na gut, folgen wir den Weg nach Neuhof mal weiter. Noch in der Nähe, vielleicht was wissen. Hier ist dieses Holzfällerlager, hier ist das Köhlerlager, in dem wir vor einer Weile schon waren. Könnten die Leute dort uns weiterhelfen oder zumindest sagen, hier ist kein Gaul vorbeigekommen, damit wir den Suchbereich ein bisschen eingrenzen können. Wir haben einen guten Plan. Gehen wir mal dahin, Pebbles. Gehen wir mal hin. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Hast du ein reiterloses Pferd gesehen? Ein Apfelschimmel? Allerdings. Ist hier vorbeigelaufen, flussaufwärts. Distel ist ihm hinterher und noch nicht wieder zurück. Distel? Ein hiesiger Köhler, nicht der hellste. Wir nennen ihn Distel. Ich danke dir, mein Freund. Könnt ihr übrigens mal wieder mit dem Helm vorbeikupfen, aufsetzen? Wenn er nicht besonders hübsch ist. Sehr imposant, aber nicht unbedingt, dass er sich jetzt hübsch bezeichnen würde. So. Okay, also weiter stromaufwärts den Bach entlang. Okay, Pebbles, ist hier irgendwo ein Weg oder sollte ich das lieber zu Fuß bringen? Gott schütze dich, Heinrich. Ist das okay für dich, wenn wir hier auf dem Wasser langlaufen? Was? Hört ich das? Wahrscheinlich. Ja, dann laufen wir in diesem Bächlein entlang. Ups, schön, stopp, stopp. Oh. Ja. Strom aufwärts, sagt er. Das dritte Hasenfell. Jo. Und, ups, auch wenn mir das nur zwei anzeigt. Ich habe noch ein drittes, das habe ich schon Pebbles gegeben. Daher haben wir jetzt genug Hasenfälle für den Germer. Hey, da ist ein Pferd.
dran. Ich habe ihn zuerst gesehen. Lass mich wissen, wie das funktioniert. Ich will ihn zu dem Besitzer zurückbringen. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Ich fürchte, dieses Pferd stammt aus dem Uschitzer Stall. Du kannst es nicht behalten. Verpiss dich! Mir egal, wo es herkommt. Geh und such dir dein eigenes Pferd. Du bist Distel, oder? Erb, kenne ich dich? Nein, aber ich suche dieses Pferd und kam am Köhlerlager vorbei. Dort nannte man mir deinen Namen. Was haben die denn gesagt? Oh, sie haben dich ausgelacht. Sie halten dich für einen Trottel, der sein Zeug unbewacht zurücklässt. Ausgelacht, sagst du? Bastarde. Danke, Freund. Jederzeit. So, dann müssen wir Kraft jetzt aber zurück in die Stallungen bringen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie durch den Wald durch abkürzen können. Hier geht irgendwie wieder ein Weg lang. Ich würde gerne wieder auf den Weg kommen. So, jedenfalls bringen wir Kraft mal zu den Stallungen zurück. Hier. Ui, du gehst da richtig ab, mein Freund. So, auf dem Weg zu bleiben. Jetzt haben wir Krapfen gefunden, sehr schön. Nachdem wir diesen Färbetrubel gemacht haben, können wir uns dann gleich um das nächste Pferd kümmern. Das ist ja da direkt an den Stallungen. Warum nicht? Zwar wieder jede Menge Reiten, aber wir haben auch noch einen Spezialisierungspunkt gerade für Reiten freigeschaltet. Okay. Ups. Echt so. Außerdem noch ein Punkt für Redekunst. Falschen Geduld führt, hast du letzte Chance, ein Angebot zu unterbreiten. Siehst die Fertigkeit deines Gegenübers. 50% Rufe bei Frauen und kostenlose Baderüstung. Bonus auf Redekunst beim Falschen. Hm. Ich finde eigentlich Empathie am besten, damit man ungefähr einschätzen kann, was man Chance hätte, den Gegner zu beeindrucken. Weil klar, das wird irgendwie, nachdem man das Gespräch gemacht hat oder nachdem man irgendwie einen Dialog versucht hat, wird das meiste freigeschaltet, klar. Aber dann ist es oft zu spät, ne? Weil man hat immer nur einen Versuch und dann hat man es entweder geschafft oder es kommt irgendwie zur Schlägerei oder was. Deswegen ist es, glaube ich, durchaus wert, dass... Ich habe bisher noch nicht die Badehausdirnen in Anspruch genommen. Von daher sehe ich das nicht ein, warum ich das machen soll. Und jetzt 50% nur bei Frauen. Ich meine, das ist jetzt nicht böse. Aber von relativ wenigen Ausnahmen abgesehen, gibt es wenige Frauen, die wir bisher von irgendwas überzeugen mussten. Und das kann man für gemein halten, man kann es für realistisch halten, weil zu diesen Zeiten Frauen nicht so viel zu melden hatten. So auf genereller Ebene. Mit natürlich Ausnahmen, ja, aber von daher, ne, ich sehe es nicht. Ich würde gerne lieber bei allen Leuten ankommen und nicht nur irgendwie exklusiv bei Frauen. Ne? Von daher. Gut. Aber die Geschwindigkeit von dem Schimmel gefällt mir. Die Ausdauer und Ausdauer könnte noch arbeiten. Aber es ist ja ein Pferd für eine junge Adlige. Wie war der Ausdruck? Für die Base von Herrn Stefanie. Von daher, die wird den ja wahrscheinlich nicht im Galopp über das halbe Land treiben, so wie ich. Naja. Achso, das ist gar nicht das Pferd, das ist das andere. Ach, ups. Das müssen wir hier irgendwo abbiegen. Das ist das Pferd, was wir gleich nehmen, ist das für die Base. Wir sind dann irgendwo über dem Zaun, da kommen wir nicht durch. Vielleicht. So, hey, ich habe euer Pferd wieder. Ich stell's mal hier neben das andere. Bitte schön. Guten Tag. Ich hab Krapfen wieder zurückgebracht übrigens.
ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Machen wir 170 draus, oder? Einverstanden. Hör gut zu. So. Wo ist denn der Meister? Dann weiter hinten. Hallo? Stallmeister? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück. Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hier ist deine Belohnung. Danke, aber verliert ihn nicht wieder. Wir tun unser Bestes. Okay. Wegen Pferd kaufen wir vielleicht später nochmal vorbei. An sich hier aber die Pferde kann man sich aber ansehen. Zum Beispiel kann ich hier Pebbles vergleichen mit diesem Pferd und man muss sagen, Pebbles, du machst nicht die beste Figur in diesen Vergleichen. Wie Geld müsste ich dann dafür hinblättern? Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Ja, zum Teil. Ja, prächtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Ein Dakas Leibniz Stufe 5, also. Denk drüber nach. Ich hatte bei dem, was ich mir angeschaut habe, jetzt keinen Namen. Ich muss darüber nachdenken. Bei dem, was ich mir jetzt angeschaut habe, war jetzt irgendwie kein Name. Pferd, steht einfach nur Pferd, okay. Wie die Eigenschaften von denen ansehen, oder? So bei den, achso, sind die da hinten, die zu kaufen sind, oder was? Pegasus, aha. Wow! Kapazität nicht viel mehr, aber die Geschwindigkeit, Alter. Hat die Geschwindigkeit nicht ganz so übertrieben, aber dafür ordentlich Mut, Ausdauer. Mut braucht man, wenn man halt versucht, das Pferd im Kampf zu benutzen, damit das einen nicht abwirft. Geschwindigkeit ist auch nicht schlecht. Kapazität ist jetzt 280. 260, meine ich. Oh, hübsches Pferd. Kapazität ein bisschen weniger als Sleipnir. Ausdauer 210. Geschwindigkeit auch 39, glaube ich, oder? Ausdauer ist halt bei Sleipnir nicht so besonders gut ausgeprägt, sonst hat er halt schon gute Werte. Daka hat halt nicht so viel mehr Kapazität wie Pebbles, aber der Rest ist... Ich habe mal irgendwann gesagt, ich bin das L-Wort, ja, Loot. Gut, mit einem Haar am Ende. Also mit dem verbesserten Sattel komme ich eigentlich mit der Kapazität schon relativ gut klar. Ich meine, vielleicht irgendwann finden wir jede Menge schwere Rüstung, wenn wir irgendwie mal ein richtig dickes Banditenlager ausheben oder sowas. Aber ich denke, selbst dann können wir das irgendwie managen was wir in Kapazität haben. Wenn ich zu viel habe, wäre ich auch bloß zu nachlässig mit, welche Sachen ich noch mit mir rumschleppen muss und welche nicht. Ich denke, mit 400 komme ich schon einigermaßen klar und die Kapazität würde eh steigen mit Kantaka. Ansonsten ist das halt ziemlich gute Werte. Ausdauer ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob Ausdauer so wichtig ist, weil eigentlich, wenn wir jetzt nicht irgendwie große Rennen machen, ist Ausdauer gar nicht mal so gut. Aber Mut ist halt auch mit 20, ist es, glaube ich, eins der besten Pferde mit Bezug auf Mut. Das Einzige, was Kantaka halt anscheinend nicht so gut hat, ist Tragekapazität. Aber ich glaube, da kommen wir mit unserem guten Sattel, kommen wir dann noch eine Weile mit klar. Von daher werden wir mal nach dem Preis fragen für Kantaka. So. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du... Ja, habe ich. Ja, prächtige Tiere.
Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Ach, den werde ich vermissen. Ein treuer Hengst. Gehorcht einem blind. Okay, ich meine, ich hab das Geld. Okay. Pebble, tut mir leid, aber... Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn ich mein altes Pferd eintausche. Pebble ist auch kein Geld wert. Aber was? Dein Name ist Pebbles. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen was an Rabatte raushandeln. Wie wär's denn mit 1850? Zufrieden? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Na gut, dann kann ich auf 1900 gehen. Abgemacht. Okay. So, damit ist Pebbles jetzt in den Ruhestand gegangen. Keine Ahnung, da stand eh noch im Wald rum eben. Aber bevor wir unser neues Pferd in Augenschein nehmen, nehme ich hier. Du hast aber jetzt auch alle Sachen bekommen, die Pebbles vorher hatte, ja? Muss ich nur noch ausrüsten. Ansonsten wurden alle Sachen rüber transferiert. Das finde ich sehr nett. Hatte ich gerade kurz Panik. So. Okay, wunderbar. Kanzaka, du kannst noch hier einen kleinen Moment warten. Dich von deinen Freunden verabschieden. Ich muss eben diesen Rotschimmel zu Herrin Stefanie bringen. Oder ist das korrekte Pferd hier? Zeig den Schimmel. Na, Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Reisen. Ja, wir singen. Nebenbei reisen wir dann nach Thalmberg. So, machen wir uns mal zumindest die grobe Richtung vor. Irgendwie einen besseren Weg. Es gibt hier einen direkt durch. Vielleicht die übernächste links abbiegen. Gehen wir hier an, gehen wir hier durch. Können wir nochmal ein bisschen baden gehen. Gehen wir eigentlich ganz entgegen. Haben wir den Gesang unterbrochen. Das tut mir schrecklich leid. Ich wollte so gern Heinrich singen hören. Das geben? Wir müssen hier lang. Ja, bin ich richtig? Ups. Richtig hier? Ja. Gut. Folgen wir einfach diesem Weg. Dann sind wir schon... Sind wir ganz schnell da, wo wir hin wollen. So. Danach können wir mal schauen, wie spät es dann ist. Und sonst können wir vielleicht auch noch ein Buch lesen oder sowas. Waldfahrt aus, nicht der richtige Weg. Okay. Irgendwie so ein bisschen sehr inoffiziell aus. Fahrt festhalten. Nicht. Aber hier mal ein bisschen langsamer hier. Das nicht besonders sicher aus, hier mit hoher Geschwindigkeit lang zu tun. Weil Bäume im Weg, Abgründe und so ein Spaß. Wenn wir nächstes Mal versuchen, diese Straße zu meiden. Eigentlich der Typ, den wir Hasenfell bringen sollten. Nicht auch hier? Ja. Okay, dann können wir das gleich noch nebenbei machen. Erstmal bringen wir den Gaul zurück. Huch,
Ist alles in Ordnung hier? Kam mir so vor, als wären da irgendwie Damen aus dem Himmel gefallen. Die ist aber gestorben. Kann jemand einen Arzt holen? Gibt's Ärzte? Das war gerade ein bisschen ulkig. Das habt ihr doch auch gesehen, oder? Dass da die Frauen sind aus dem Himmel gefallen und die eine ist dabei gestorben. Hä? Ist alles so? Wir brauchen nicht Margit für irgendwas nochmal irgendwann. Also ausgerechnet Margit muss sterben. Hallo. Ja, hier ist der Schimmel für Herrn Stefanie, bitteschön. So. Dann habt ihr gesehen, ich hab den ganz schnell zurückgebracht. Schnellsten möglich gewissermaßen. So, dann gehen wir mal raus. So. Hallo. Kantaka. Chaka. Kantaka. Ich glaube, ich nenne dich Kantaka. So, dann wollten wir noch die Hasenfälle zu dem einen Typen bringen, zum Gerber. Ich könnte außerdem noch Wildbret braten und verkaufen. Das hätte ich oben machen müssen. Gut. Und ich muss hier unten noch eine Feuerstelle irgendwo finden. In der Unterkunft. Geh mal kurz in die Unterkunft. Badehaus hier. Wo müssen wir baden? Unser Kasma hat noch nicht Kante abgenommen vom letzten Bad. Aber wir können trotzdem mal baden. Den ganzen Tag rumgeritten. Neues Pferd gekauft, das auch immer schweißtreibend. Thomas aus dem Badehaus. Ich möchte. Was hättest du? So. Ich brauche ein Bad. Natürlich. Gut. Du wirst. Gott behüt dich. So, retten wir das. Finden wir jetzt eine Feuerstelle. Nur noch einen Weg hierher sind wir bei so einem Jäger vorbeigekommen. Möglicherweise hat der sowas in die Richtung. Irgendwie so, wir brauchen ja nur ein großes Feuer, wo wir halt unsere Sachen braten können. Hier ist dann irgendwann rechts durch. Ob ich den Weg finde? Und dann müssten wir jetzt hier durch die Stallung durchkommen. Ja. Heinrich! Heinrich ist mit seinem Schimmel. So, hier ist das Gasthaus. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas was zubereiten können. Bad. Ja, das Gasthaus. Bin ich irgendwo auf Kochtopf, Feuerstelle? Ja, ich suche nach. Was machst du da? Na, aber Feuerstelle. Wo hast du denn eure Feuerstelle, meine lieben Herren? Was seid ihr denn für ein Gasthaus? Ihr habt keine Feuerstellen, habt nix. Ja, traurig fast schon. Ja. Keine Ahnung, was das hier für ein Gasthaus ist. Ich werde dieses Gasthaus nicht weiterempfehlen. Denn hier ist ja nix los. Keine Feuerstellen. Ich meine, es gibt einen hübschen Stallung und sowas, aber. War das hier eher enttäuschend? Ups, Entschuldigung. Ein neues Pferd, wir sind noch nicht so ganz aufeinander eingeritten. Hat noch nicht ganz verstanden, wann ich Leute umgeruppt haben will und wann nicht. Gehen wir nochmal zum Jäger, vielleicht ist der Jäger unsere letzte Hoffnung.
Feuerstelle, Feuerstelle, Feuerstelle. Ja, gut. Nächstes auf Jäger kann man sich verlassen, ey. Will ich eh keinen mehr verkaufen. Also irgendwie rumspricht, dass wir verfaultes Fleisch und unter die Leute bringen. Okay. Ja. Nikolas. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Ein bisschen was an Zeug. So, 70, gut. Wildbret ist auch relativ schwer. Da kannst du dir aber nicht alles von leisten. Ungefähr 5. 130 geteilt durch 5 sind 20, 25, 26. Dann sagen wir mal, ich gebe dir. Aber machen wir es auf 200 voll. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Ordert? Na gut, einverstanden. Aber gut, dann jetzt zu dem Gerber. Muss mal eben irgendeinen Weg finden. So. Ja. Dann gibt es irgendwie einen Weg hier komisch runter. Links ab. Dreht. Okay, und noch hübsch. Gut, wir das Pferd noch weiter verbessern können, ist, wir haben ja jetzt schon einen Sattel und, glaube ich, Zaumzeug. Ich glaube, Zaumzeug gibt es noch deutlich besseres. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch noch Hufeisen, die man den ausrüsten kann. Ich bisher nicht gekauft habe, weil die mega teuer waren und ich mir nicht sicher bin, was sie überhaupt genau bringen. Weil auch da irgendwie nicht angegeben ist, was sie irgendwie für Boni bereithalten. Aber ich denke mal, dass je teurer, desto besser. Ich weiß nicht, die ist vom Himmel gefallen. So eine bescheuerte Ausrede. Ich weiß wirklich nicht. Hier rüber. Ja. Ja, eigentlich ist es mit seinem Müll. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich habe die Häute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast's dir verdient. Benötigst du denn keine Häute? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich brauche Wildschwein heute. Das Leder ist nicht das Beste, aber der Schuster macht daraus billige Schuhe. Und vor Herbstbeginn ist die Nachfrage hoch. Jetzt haben wir noch keine Wildschweine umgebracht. Das klang wie. Wie klang das denn? So, es ist jetzt. Das geht schon langsam Richtung Abend, würde ich mal sagen. Deswegen würde ich denken, wir reisen jetzt nach Uschütze zurück. Auf dem Weg können wir, denke ich mal, hier vorbeigehen bei diesem Kräuter-Vibe. Dazu gehen wir am besten. Ich würde mal gerne diese Straße auswählen, da war ich noch nicht. Irgendwie die Stadt von Teinberg, Ortseingang links aus, hier hoch, dann müssen wir nach rechts. Irgendwann. Probieren wir das mal. Wollten uns ja abends in der Kneipe mit dem Pater treffen. Wenn ich das nicht für eine besonders gute Idee halte, aber spielen wir erstmal mit. Alter, aber diese Ausdauer ist krass.
Aber ist ja durch einen halben Ort geritten und Ausdauer hat sich kaum reduziert. Das ist ein guter. Ein Chaka, das sagt man, ne? Das ist ein ganz Juder. Teuer, aber gut. So, hier kann man an einem Haus vorbei. Und sogar jemand. Cool. Weiter? Hübsches Örtchen, also so auf dem Hügel, direkt neben der Stadt, ein bisschen Dorf, ein bisschen ab vom Dorf, aber nicht komplett irgendwie im Nirgendwo. Also halt noch so nah dran, dass man da durchaus noch hinkommen könnte. Hier. Irgendwie ein Holzfällerlager oder sowas. Okay. Ob sie haben mit mir zu reden oder warum läufst du in meine Richtung? Eigentlich, das ist wieder ein Holzfällerlager. So, weiter. Tiefer in den Wald. Irgendwann müssen wir nach rechts abbiegen. Vielleicht schon. Diese Hütte ist ein bisschen verlassen. Aber ich denke, wir sollten ja abbiegen. Einmal umdrehen, bitte. Gut. Nein, genau. Zufällig Interesse an Fleisch? Ne, da hast du Interesse an Kräutern. Oder? Was interessant zu kaufen? Gräser und Kräuter 3. Fähigkeit über Kräuter konnte in Rest erreichen, nur Stufe 10 gelesen werden. Das sind wir aber bereits. Ups, leid. Ach. Das ist ganz schön teuer, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich erst Gräser und Kräuter 1 und 2 lesen, damit ich den Kontext habe. Rezept für Gift. Vater, Bier, für Liebes. Ganz schön viele Rezepte, auch ganz schön teure Rezepte, ehrlich gesagt, so. Was? So, Gift auch. Ich will tatsächlich mal einmal ein bisschen Gift kaufen. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal. Kann ich das einfach so. Nein, stopp. So, dann wollten wir nochmal vielleicht reden. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hahn. Frag, was du willst. Was war der hinten da? Wer das Schwert ergreift, soll durchs Schwert sterben. Wundert mich nicht, dass er so geendet ist. Ist ihr kürzlich... An dem war alles verdächtig. Hab einen großen Bogen um ihn gemacht. Okay. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Woher soll ich das wissen? Mit wem traf sich Heinz? Weiß nicht. Ich gehe nie ins Wirtshaus. Okay. Das ist alles. Danke. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Sie hatten null bei Auftreten oder ihr Charisma. Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut. Dann sag ich dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slater und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was ist das für eine Salbe? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir.
und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Ich schaue mal, was sie einrichten lässt. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erklär dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Okay. Das Lager hier übrigens. Hey, das Wildschweinleder. Alles. Brauchen drei Wildschweinleder. Okay. Ich glaube, wir kennen uns mit Alchemie, kennen wir uns noch nicht aus. Welche Rezepte? Bleibt es irgendwie. Aber vielleicht sollte ich mich irgendwann auch mal mit Alchemie auseinandersetzen. So, wir können jetzt mittlerweile auch lesen. Das sind drei Rezepte, die Texten. So, weg damit. Ich wollte eigentlich für die Wildbret verkaufen, aber anscheinend nicht. Muss ich nochmal in Uschwitze schauen, ob ich irgendjemandem Wildbret verkaufen kann. Gut. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt an der Stelle die Folge beenden. Ich werde dann offscreen zurück nach Uschütze reiten. Ich glaube, um die Hexen kümmern wir uns nicht jetzt, weil ich glaube, Zeit haben wir dafür heute nicht mehr, wenn wir uns noch mit dem Pater treffen wollen. Haben wir nicht mehr so... Na gut, er wollte uns abends in der Schenke treffen. Das heißt, wir haben noch ein paar Stunden, hätten wir, glaube ich, noch. Weiß nicht. Ich würde eigentlich lieber noch was anderes machen vorher. Nämlich... Wir hatten ja vor einer Weile, das ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal diese uralten Karten uns zum Schatz haben führen lassen. Aber eine davon hat Uschitz auf der Karte.
Und irgendwie so ein See, dann so drei Mauerreste im Osten, irgendwie eine Mühle oder so. Windmühle. Und da soll angeblich noch irgendwas sein. Scheint wieder vergraben bei einem Baum. Das würde ich eigentlich noch lieber gerne machen, als jetzt irgendwie da dieser Hexengeschichte nachgehen. Das ist, denke ich, nicht zeitlich sensitiv. Und was weiß ich, was man machen muss. Deswegen werde ich jetzt offscreen nach Uschitze zurückreiten und dann sehen wir uns im nächsten Mal dann dort, wo wir dann aufbrechen Richtung Norden wahrscheinlich. Auf der Karte war Uschitze im Süden, also müssen wir Richtung Norden reiten und nach diesen Mauerresten suchen und schauen wir mal, was wir da finden. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.